weitergehen. Wenn er fragt, wie hat, das Entscheidende ist, wenn ich von der Eschatologie spreche, die Beziehung zu Jesus Christus, also die Fokussierung auf seine Person, damit wird alles zusammengehalten. Und natürlich gibt es in der Kirchengeschichte unterschiedliche Akzentuierungen. Im frühen Christentum anders als im Mittelalter. Vollkommen, das muss man nicht leugnen. Ja, das ist vollkommen klar. Aber das Verbindende ist immer der Fokus auf der Person Christi. Wie hat sozusagen die Christenheit die Spannung durchgehalten? Und ich zitiere, wie kam es zu dem langweiligen und gelangweilten Christentum, das wir in der Neuzeit beobachten oder aus eigener Erfahrung kennen? Man kann immer nur solche Sachen immer zitieren, weil sie sagen, wer hat das geschrieben? Ja, wir merken, wie sehr immer ein anderes Bild von Josef Ratzinger verbreitet wird. Ja? Oder wenn der von der Abenteuerstruktur des Christentums spricht. Ja? Er meint das auch so. Ich glaube, nichts ist ihm, es ist ja wirklich auch, wir in unserem Land ist unser Christentum ist langweilig. Da geht auch keiner hin. Also wie ist es zu diesem langweiligen Christentum gekommen? Zunächst, was die zeitliche Erwartung des Endes angeht, so gibt es ein Auf und Ab. Ja, also da gibt es Joachim von Fiore mit seinem seiner Erwartung, was ja dann nochmal die Materialisten und die Marxisten sehr stark inspiriert, also minus Religion natürlich. Und er sagt, ein besserer Text, ein besserer Gebetstext, dieser Spannung nachzuspüren, als Dies Irae, ist ein anderer Gebetstext, nämlich die Allerheiligenlitanei. Wir wissen gar nicht, wie die richtig entstanden ist. Es gibt noch keine richtige Untersuchung dazu. Das ist auch sehr spannend. Ja? Es gibt sonst so alle möglichen Untersuchungen, aber je mehr man da auch einsteigt, merken wir, wie viel es einfach... jedenfalls, die entsteht, die Ursprünge liegen offenbar in der Spätantike und sie, das sind so schöne Formulierungen von Ratzinger, die in einer noch wenig geklärten Geschichte seit der Spätantike allmählich wuchs, immer mehr alle Bedrängnisse der Zeit in sich hineinzog und ihnen zugleich die Unterpfänder der Hoffnung entgegenstellte, mit denen man diese Bedrängnisse zu bestehen hoffte. Das Erste, was sichtbar wird, ist dieses. Der von Gefahren im Diesseits und Jenseits umstellte Mensch birgt sich hinein in die Gemeinschaft der Heiligen. Er schart die Geretteten aller Zeiten um sich herum, um in ihrer Deckung geborgen zu sein. Das bedeutet, dass die Mauern zwischen Himmel und Erde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchlässig erscheinen. Das ist pure Eschatologie. Also es gibt nicht mehr diese betonierten Mauern, jetzt, und da gibt es irgendwie so eine Vergangenheit, ja, und dann kommt irgendwie etwas. Das ist ja das, was bei jeder Eucharistiefeier auch geschieht. Deshalb nennen wir, man kann das gar nicht immer genug betonen, in jedem Hochgebet, egal wie das, selbst in den Schweizern ist es sogar auch noch drin, werden die Heiligen genannt. Es wird die jetzt existierende Kirche markiert, indem man den Papst und den Bischof nennt. Und, also weil die nun die Kirche in gewisser Weise repräsentieren, und die Toten werden genannt. Und das ist die Kirche. Das ist das, was mich so ärgerlich oft macht an diesen Texten, die wir heute schreiben, wenn wir über die Kirche nachdenken, dass wir immer nur meinen, wir selber wären Kirche. Mein Gott. Wie sagt Friederike Görres mal, was heute so unter dem Namen katholisch herumwuselt, wenn es das wäre, danke, könnte ich darauf verzichten. Hat sie nicht ganz Unrecht. Obwohl das auch schon wieder 40 Jahre her ist. Aber sie haben nicht viel geändert. Kirche ist das ganze komplexe Gebilde, von den Anfängen der Apostel bis zur Wiederkunft Christi. Das ist Kirche. Und wenn wir über Kirche reden oder über Zukunft der Kirche oder so etwas, das ist so spießig, das ist so klein, da ist Millimeterpapier ein Weidegatter dagegen. Ja? So ein Horizont hast das. Ja? Wir sagen, wie machen wir das? Und das hängt jetzt alles von uns ab und ja, von uns hängt am wenigsten ab und schon gar nicht von Pastoralplänen, die gedruckt werden. Ich sage nicht, es gibt ja auch eine große Not auch in unserem Land oder auch die Leute, die Pastoralpläne schreiben, haben auch eine Not. Ja?
weil die machen das manchmal auch noch nicht mal freiwillig. Aber wenn der Horizont dort fehlt oder die richtige Einordnung, ist das schon. Deshalb sind die Pastoralpläne, egal wie sie auch oder wie man die immer nennt, auch, ob die jetzt 2020 sind oder wann, jetzt kommen demnächst die größeren Zahlen, ja, dann schon aus Jahren, wo mir wahrscheinlich gar nichts mehr wehtut, die sind immer hinfällig. Noch bevor die Jahre eingetreten sind, sind die schon Makulatur. Das waren in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, die ich sozusagen aktiv überschaue, war das immer so. Die waren schon überholt, bevor sie überhaupt richtig in Kraft waren. Weil die immer zu kurz denken. Die denken nicht von der Kirche her. Von der Kirche her, von der ich eben sprach. Und das wird eben in diesem Gebet der Allerheiligen Litanei deutlich. Die Mauern zwischen Himmel und Erde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind durchlässig. Der Christ lebt in der Gegenwart der Heiligen als seiner Welt und insofern eschatologisch. Wobei nun freilich die Kirche der schon Geretteten die schon geschehene Geschichte des Glaubens bestimmende Bedeutung erhält. Klar, dann kommt der Vorwurf, naja, es konzentriert sich alles auf die Vergangenheit. Das ist, natürlich ist dieses Leben der Heiligen normativ, weil die Kirche nach Prüfung in denen erkennt, wie das Evangelium gültig und Beispiel geben, wenn wir das so wollen, gelebt wurde. Aber damit ist es nicht zu Ende. In ihnen hat sich, so sagt Ratzinger, die christliche Verheißung schon bestätigt. Sie zählen nicht als Vergangenheit, sondern als Gegenwart. Als Gegenwart der rettenden Macht Christi, des Herrn. Und dann auch etwa in dem nächsten Teil der Allerheiligen Litanei, wo die erlöse uns von dem Übel oder von dem Bösen, wie das in der neuen oder in der Übersetzung der Ökumenischen vom Vater Unser heißt, das in 10 Ausfaltungen kommt. Wobei ich jetzt das in der, jetzt hat man es ja wieder geändert in der, oder? In dem neuen Gotteslob ist die Allerheiligen Litanei wieder in diesem Teil geändert worden. Ist das noch drin von einem unversehenen Tode? Ist das noch in der, ich meine, es wäre noch drin jetzt. Ja. Gott sei Dank, das haben sie noch gelassen. Ja. Das Wort Adventus, da haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen, die Übersetzung des alten griechischen Wortes Parousie, hat dann vielfach keine eschatologische Bedeutung mehr. Es wird zweimal verwendet in der Litanei für die Ankunft des Heiligen Geistes und für die Ankunft des Herrn. Diese Bitte steht im Verweis auf die Inkarnation, also die Fleischwerdung, also unsere, jetzt, wenn wir in diese Zeit wieder gehen, in der Vorbereitung auf Weihnachten, wobei der Advent ja nicht nur Vorbereitung auf Weihnachten ist, nicht nur von seiner inneren Spannung her, sondern eben auch eine Grundeinübung in das, was wir die ganze Zeit hier sprechen, in die Eschatologie. Es gibt eine Gefahr, sagt Ratzinger, dass das auf die Vergangenheit fixiert ist, aber immer geht es darum, die Person Christi im Fokus zu behalten. Das ist sozusagen der Entscheidende, so sagt er, das hier Entscheidende ist der Hinblick auf Christus, der bleibt und an der Kraft dieser Spannung hängt Sinn und Stärke der Eschatologie, nicht an dem Grad zeitlicher Erwartungen auf Weltuntergang oder Weltveränderung. Festzustellen ist des Weiteren, dass die schon geschehene Geschichte des Christlichen erheblich an Gewicht gewinnt, aber jedenfalls nach der Ansicht des Gebetes als Faktor der Hoffnung eingesetzt wird. Also wieder eine Kurve auf die Zukunft hat, auf die, oder was man dann mit der Synode die Hoffnung nennen könnte. Es gibt allerdings dann eine Wanderung, die Frage nach der Endzeit, nach dem Kommenden, nach den letzten Dingen wird zur Frage nach meinem persönlichen Todesgeschick. Und dementsprechend wird natürlich auch die Frage nach der persönlichen Rettung dringlich. Und das überlagert die Frage nach der Geschichte als Ganze. Also wohin geht die Menschheit oder wie ist das? Ja, sondern es ist dann dieses Rette deine Seele, ist sozusagen nochmal die Kurzform dessen, dass das ganz zurückgenommen ist auf mein ja, rette deine Seele. So sagen wir, ist mir egal. Ja, aber ich muss mich dann anstrengen. Das ist natürlich schwierig. Das geht in einem lebendigen Leib Christi natürlich nicht. Da hilft es nichts, wenn einer sich rettet
und der ganze Rest vor sich hin modert. Ja? Sondern es gibt eine tiefe Verbindung. Aber man kann nicht, dagegen wehrt sich Ratzinger sehr, von einem Verlust der Eschatologie, also dieser endzeitlichen Hoffnung und dieser Kraft, dieser frühchristlichen Kraft, einem Verlust der Eschatologie im Mittelalter sprechen oder von einer vollständigen Veränderung des Inhalts. Die Konstante ist, ich habe das eben schon ein paar Mal gesagt, die Christologie. Aber klar, Heil in diesem Sinn, Seelenheil verdünnt sich von dem Allgemeingültigen und alle Betreffenden auf das eigene Heil. Und wird dann natürlich nochmal verdünnt zu den Glücksverheißungen minus Religion, zu diesen säkularisierten Formen von Glücksverheißung. Seelenheil und Glück bezeichnen je nur noch einen Teil und erscheinen bald als natürliche Gegner. Also sozusagen, wenn ich glücklich bin, dann muss ich immer fragen, aber dient das meinem Seelenheil? Ja, merken wir ja, die Katholiken sind lustfeindlich. Das ist natürlich auch, das hat sich ja bis heute gehalten. Ja, aber jetzt die Synode, die große Hoffnung auf Rom, dass uns endlich als Katholiken Lust erlaubt wird. Dass endlich die Bischof und der Papst Franziskus, der wird das jetzt machen, weil das ist ein Lateinamerikaner, der weiß, was das ist. Ja? Und der erlaubt uns jetzt alles. Der ist jetzt nicht so eng, so ein deutscher Kleingeist oder sonst irgendwie so ein verklemmter Italiener oder wieder so, gab es Polen, Gott, wo die alle herkommen. Ja? So, nein, sondern jetzt wird alles gut. Ist zwar jetzt auch Essig, ja, aber also was die Medien da geschrieben haben. Aber das steckt dahinter, das hat eine tiefe geistesgeschichtliche Strömung. Ja? Seelenheil und Glück bezeichnen nur einen Teil und jetzt sind sie Gegner. Das künftige Seelenheil ist der Widerpart des gegenwärtigen Glücks. Die christliche Verheißung erscheint als die Schmälerung und Bedrohung der irdischen Gegenwart. Aus diesem Gegeneinander rührt die Bitterkeit, die man auch unter Theologen gegenüber der Eschatologie der letzten Dinge feststellen kann. Deren Aussagen werden geradezu als Verdächtigung des menschlichen Glücks, uns als seine Schmälerung durch das Gespenst des Übermorgen empfunden. Nur ja nicht glücklich sein. Oh, nur ja nichts genießen. Ja? Also als wäre, meine Güte, nee, ich wusste noch gar nicht, dass wir Calvinisten sind. Das ist ein bisschen, sorry, allen gegenüber, die dieser Richtung angehören, aber das ist ein bisschen verklemmend, was man da alles nicht darf. Ja? Das Katholische, das ist ja auch ein merkwürdiger Widerspruch. Ja? Zum Beispiel gerade der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist ja sozusagen von seiner Physiognomie her schon der Inbegriff eines lustbetonten Menschen. Ja? Und ist dafür vielleicht auch ähnlich wie Karl Lehmann gar keine schlechte Figur für eine Darstellung des Katholizismus. Ja? Sozusagen, was man sich schmecken lässt und sowas. Ja, und ja, ist auch in Ordnung. Muss auch nichts übertreiben. Aber und trotzdem, im gleichen Atemzug ist sozusagen ist diese Verdächtigung im Raum, ja, dass wir damit irgendwie nichts haben. Ich will das mal noch ausführen, weil das interessant ist. Inzwischen ist freilich dieses Stadium im öffentlichen Bewusstsein weitgehend Vergangenheit und dies Kraft einer merkwürdigen Entwicklung. Je freier das Glück zu sich selber wurde, je ungehemmter es seine Ansprüche gegen das Seelenheil durchsetzte, desto bedürftiger und leerer wurde es. Da es keine Möglichkeit der Korrektur mehr vor sich weiß, muss es vom Augenblick das Äußerste verlangen und muss seine Ansprüche an den höchsten Möglichkeiten des Menschen messen. Heruntergebrochen. Ich bin mit ihm der festen Überzeugung, dass daran viele Beziehungen, auch viele Ehen scheitern. Man hat nichts mehr vor sich, sondern der Augenblick, das muss der glücklichste Moment, das muss das Schönste, muss das Beste sein. Allein wie viele Leute sich bei ihrer Eheschließung verschulden für die nächsten 10 Jahre. Das ist bescheuert. Als wäre das alles, das kommt ja erst noch. Als wäre die Hochzeit das ganze Leben. Ja? Das fängt ja erst an, da kommen ja noch 50 Jahre, wenn es gut geht. Ist ja nicht so, als müsste man da, es wird alles, das ist der höchste Moment des Glücks.
Und das ist für uns Menschen grundsätzlich, ist genauso auch bei den Priesterweihen, können wir genauso sagen, was da an Primizen abgefackelt wird, ja, das fasst man irgendwie gar nicht mehr. Aber dann kommen noch 50 Priesterjahre, so Gott will. Muss man erst mal leben. Und da kann man nicht von der Primiz leben, da kann man sich noch so sehr das Home-Video reinziehen oder auf Facebook noch einen Abschnitt von der Primizmesse posten, da kann man nicht von leben, auch nicht von sterben. Da geht gar nichts mit. Also diese Aufladung dieser Glücksmomente sind eine vollkommene Überforderung. Das kann nie funktionieren. Vollkommene Überforderung. Also desto bedürftiger, je mehr ich erwarte, weil man nichts mehr vor sich hat. Das kleine Glück wird schal, wenn es allein gelassen ist. Das größere Glück der anderen und die Unersättlichkeit des eigenen Empfindens werden seine neuen Feinde in dem Augenblick, indem es sich von der Drohung durch das Seelenheil befreit hat. Die Welt muss geändert werden, damit Glück möglich wird. So dankt die Suche nach dem Glück gerade in dem Augenblick, in dem ihr Ziel erreicht scheint, vorläufig ab zugunsten der Zukunft der Welt. Glück erscheint als kleiner, spießiger Geselle gegenüber der Hoffnung, die nun den Menschen fordert, deren Spannung ihn treibt und beschlagnahmt. Damit sind wir am Schluss unserer Überlegung genau an dem Punkt wieder angelangt, von dem wir ausgegangen waren. Also das mit der Hoffnung, dieses Eschatologische. Ja, das wird dann sozusagen vom kleinen Glück wird das ins Große gewendet, weil wenn man sieht, dem Kleinen geht es nicht. Ja, also müssen wir das jetzt, machen wir die Glücksverheißung, die Heilsverheißung müssen wir jetzt ins Große wenden, ins Politische. Wir stemmen uns gegen den Klimawandel. Man fragt sich nur, mit wem bloß? Jetzt Paris, eine ganz wichtige Konferenz. Wir können das beschließen, 3 Grad, 2,5 Grad. Als hätten wir ein Wasserwerk, wo wir irgendwie eine Schleuse bedienen und man das einstellen kann, wie viel da durchgeht. Das ist eine merkwürdige, auch eine Omnipotenzfantasie. Ich bin nicht jetzt der Meinung, dass man jetzt gar nichts dagegen tun soll, aber dieses sich aufspielen, ja, abgesehen davon, was da rauskommt, ja, also dieses Selbstbewusstsein, und das ist ganz merkwürdig. Man kann das in ganz vielen Bereichen, kann man das sehen. Oder wir besiegen jetzt IS. Besiegen wir jetzt. Also, dass da in Beirut eine Woche vorher Menschen umgekommen sind und es Bombenanschläge gab, ist egal, das waren ja Libanesen. Das haben wir mit Libanesen zu tun. Ja. Aber in Paris, da sind jetzt Franzosen gestorben und 2 Deutsche. Jetzt steht die Welt auf. Ist das nicht eine merkwürdige Logik, wo wir das so für die Menschenwürde sind, so für die Menschenrechte? Wahnsinn. Man ist sehr beeindruckt. Das kleine Glück, der spießige Geselle. Ich will mit Blick auf die Uhr, ich will mal versuchen, das hier noch in einem steilen Ritt. Wenn wir über den Tod nachdenken, auch hier gibt, das ist ja in den 70er Jahren geschrieben, das hat sich inzwischen ja nochmal verstärkt. Das ist ja nochmal hier von, da war damals schon eine, was damals irgendwie eine Hochwasser war, ist inzwischen ja eine Sturzflut geworden. Also es gibt, Ratzinger beobachtet zweierlei in der Gesellschaft. Eine Tabuisierung des Todes, der als etwas Unpassendes versteckt wird und aus dem Bewusstsein verdrängt werden soll. Und auf der anderen Seite eine Zurschaustellung des Todes. Ja? Das eine genaue Entsprechung zum Abbau der Schamgrenze in allen übrigen Lebensbereichen bildet. Also wenn wir an, wie hieß der Mensch noch? Hagen von Hagen? Ne, wie hieß der? Dieser Arzt mit seinem, das ist eine ganz klare, also ein Materialismus des Todes. Ja, sozusagen, das kann man doch sehen, wo ist das Problem? Ja? Warum regen sich da Kirchen auf? Oder eben das Beispiel hier, warum soll Tante Elli eben kein Diamant sein? Also genau, auf der einen Seite wird es versteckt und auf der anderen Seite wird es richtig, wird es zur Schau gestellt. Die bürgerliche Welt verbirgt den Tod. Also bis dahin, dass in amerikanischen Tageszeitungen, Joseph Pieper bringt das Beispiel mal, auf den sich Ratzinger hier beruft, das Wort Tod nicht gedruckt werden darf. Also nicht irgendeine bekloppte Zeitung, sondern große amerikanische Zeitung. Und sogar die amerikanischen Bestattungsinstitute suchen durch eigene Sprachregelungen das Faktum des Sterbens möglichst unerwähnt zu lassen. Das kann wahrscheinlich hier, ich habe mir jetzt die Mühe nicht gemacht, das bei unseren Unternehmen
durchzusuchen, ist mit Sicherheit auch so. Ja, Pietät denkt man auch irgendwie, kann ich, das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, das müssen Sie wahrscheinlich mit dem, müssen Sie X, dann müssen Sie so Piepstöne machen. Ja, aber das klingt doch, als würden Sie eine Kreuzfahrt buchen, oder? Wahrscheinlich ist es genauso teuer, aber das klingt alle, ja, Bestattungsunternehmen nennen die sich alle nicht, ja. Also das ist inzwischen lange bei uns angekommen. Die Beobachtung, eine Technisierung der ganzen Vorgänge, das ist ja auch nicht neu, die Lebensgemeinschaft der Familie wird abgelöst durch die Logik der Produktion. Also auch hier, auch das wird man sagen müssen, auch wenn ich mich damit jetzt in die Reihe von Antikapitalismus bewegten begebe, es wird komplett, alle Lebensbereiche werden einem Marktgeschehen unterworfen. Und wo das noch nicht ist, wird es passieren. Das ist die Logik. Und zwar brutalst. Brutalst. Ich kann mich früher in meinem Eifelort erinnern, da gab es einen Schreiner, der hieß Hengesbach. Der hatte eine Schreinerei und der hat die Särge gemacht und der hatte auch den, man hat den Hengesbach gerufen, wenn einer tot war. Schluss. Der kam aber nicht mit einer Mappe und hat einem sozusagen eine Erlebniswelt des schönen Sterbens irgendwie ausgebreitet, wo ich eben alles aussuchen kann, weil ich alles will und welche Dekoration und sowas. Der hat einen Sarg mitgebracht. Der wusste, wie man Leichen wäscht, ja, sofern das die Familien dann zunehmend nicht mehr wussten. Und da wurde jemand eingesargt und den Rest hat die Kirche gemacht. Also gingen die Pasteure oder die Kapläne gingen noch hin, wenn jemand gestorben war. Das macht heute alles der Unternehmer. Sie nennen sich auch so. Das heißt, es sind Unternehmer, das ist ein Betrieb, das ist eine Firma, die lebt davon, dass sie verdient. Kann man den Leuten nicht verdenken. Das ist bei einer Firma so. Aber deshalb auch, wenn jemand im Kloster begraben wird und der Leichnam ist in der Kirche, ja, muss man immer dazu sagen, gebt Acht, dass ihr nicht noch dass nicht der Unternehmer noch die Halle wieder bucht auf irgendeinem Friedhof, weil es kostet wieder 500 Euro. Die Stadt will auch von was leben, ist auch ein Unternehmen, die Stadt. Sind alles Unternehmen, was da Hand in Hand greift. Und die größte Gefahr ist, und so leider Gottes, das ist unser größtes Übel, dass auch die Kirche als Unternehmen begriffen wird. Lesen Sie mal die Papiere. Wir sind Dienstleister, sind Sakramentendienstleister. Und wir müssen unsere Klientel anschauen. Das sind alles Gesetze des Marktes, die nach uns greifen und die bestimmen am Schluss, was passiert. Ja, das ist schon lange so. Also dieser ursprüngliche Kontext, Lebenskontext wird aufgelöst zugunsten von Produktion. Krankheit und Tod werden zu technischen Spezialproblemen und die werden mit den entsprechenden Firmen oder in den dazu vorgesehenen Einrichtungen behandelt oder gelöst. Und so werden aber die grundlegenden menschlichen Phänomene nicht nur bewusstseinsmäßig, sondern auch soziologisch und strukturell marginalisiert. Also werden an den Rand gedrängt. Sie sind nicht mehr physisch-metaphysische Probleme, die im Bereich einer Lebensgemeinschaft erlitten und bewältigt werden müssen, sondern sind technische Aufgaben, die von Technikern technisch behandelt werden. Oma ist tot, wie auch immer, ist wahrscheinlich schon im Krankenhaus, den Spezialisten, gestorben. Jetzt gucke ich in die gelben Seiten, wo die Firma ist, die mir das Restproblem löst. Und dann stehen die Kirchen auch noch bei den gelben Seiten. Dienstleister in puncto Tod. Und weil die Kirchen hier in diesem Bereich pastoral de facto komplett versagen, weil wir keine Zeit mehr dafür haben, übernehmen natürlich, dass sie das beim Bestattungsunternehmer nicht vorwerfen, die gehen nur in eine sogenannte Marktlücke hinein. Ja? Weil der Pastor nicht mehr kommt oder weil wir die Begräbnisse schlampig halten oder weil wir sie irgendwie machen, gibt es einen neuen Markt. Nämlich den der Begräbnisredner. Schauen Sie sich mal an, wie viel es davon gibt. Gehen Sie mal in die Großstädte wie Köln. Ja? Das sind florierende Unternehmen. Die sagen, diesen langweiligen Pastor von hinten, von St. Kunibert oder sonst irgendwoher, den nehme ich mir nicht. Ja? Ich bestelle mir hier einen, ich will das wirklich schön haben. Ja? Und die machen das schöner als der Pastor von nebenan. Das kostet natürlich was, ja, aber das ist uns wert. Ein Markt der Möglichkeiten. Entschuldigung. Ich wollte fragen, warum man heute die Toten
gibt es natürlich auch gesetzliche Bestimmungen. Ja. Es gibt nur noch zu einem bestimmten, bis dann, ne? Ich glaube, 36 Stunden ist es möglich. Ja. Ja, es ist möglich. Ja. Das dürfen Sie noch machen, aber aus hygienischen Gründen nur bis 36 Stunden. Ja. Ja, es war. Das ist das Argument. Pieper spricht von einer materialistischen Bagatellisierung des Todes. Also im Fernsehen oder heute inzwischen im Internet tritt der Tod als Spektakel auf. Er wird zum Nervenkitzel, den man der allgemeinen Langeweile des Daseins entgegensetzt. Also ihr könnt euch mal überlegen, wie viel sonntagsabends so im Tatort um die Ecke gebracht werden oder bei sonst irgendwas, ist der Tatort wahrscheinlich noch harmlos. Im Letzten geht es freilich in dieser Versachlichung des Todes um das Gleiche wie vor dem im bürgerlichen Todestabu. Und das ist sehr entscheidend. Dem Tod soll der Charakter der Einbruchsstelle des Metaphysischen genommen werden. Also dass uns da nochmal eine andere Größe, eine andere Welt aufgeht. Das soll abgeschafft werden. Sie haben für alles eine Lösung. Bezahlen, Firma, halt drauf. Wo ist das Problem? Dem Tod soll der Charakter der Einbruchsstelle des Metaphysischen genommen werden. Seine Banalisierung soll die unheimliche Frage bannen, die aus ihm aufsteigt. Ja, das wollen wir nicht. Aber eben dies Unendliche stellt, ja, also der Mensch guckt auf der Schwelle des Todes in etwas Unendliches aus. Und das soll eben, das soll naturalisiert oder materialisiert werden, das versucht der Mensch zu bannen. Die Todesverdrängung wird wirksamer möglich in der Naturalisierung des Todes. Der Tod soll so sachlich, so gewöhnlich, so öffentlich werden, dass ihm nichts mehr von einer metaphysischen Frage bleibt. Deshalb kann ich auch... Und das sagt zum Beispiel so ein Mann wie Hans Küng, wenn ihm das alles zu viel wird mit seiner Existenz, dann hat er das schon geregelt, er fährt halt in sein Mutterland in die Schweiz und da gibt es auch eine Firma, die das auch noch besorgt. Also die ihn dann in seinem Willen um die Ecke bringt. Versachlichung. Ja? Die metaphysischen Fragen sind vielleicht im Kopf geklärt, aber ansonsten ausgeklammert. Dies alles hat einschneidende Folgen für das Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zur Wirklichkeit insgesamt. Die Allerheiligenlitanei drückt die Gesinnung des christlich Glaubenden dem Tod gegenüber in der Bitte aus, von einem jähen und unversehenen Tode befreie uns, o Herr. Das Jähe hinweggenommen werden, ohne sich bereiten zu können, ohne gerüstet zu sein, erscheint als die Gefahr des Menschen, vor der er gerettet werden will. Er möchte die letzte Wegstrecke bewusst durchwandern. Er will selber sterben. Müsste man heute eine, so Ratzinger, ich zitiere, heute eine Litanei der Ungläubigen formulieren, so würde die Bitte zweifellos umgekehrt lauten. Plötzlichen und unbemerkten Tod gib uns, o Herr. Der Tod soll so schlagartig eintreten wie nur möglich und zum Nachdenken oder zum Leiden keine Zeit lassen. Aber jetzt fragen Sie sich mal selber, jetzt gucken wir mal, das ist vor fast 40 Jahren geschrieben. Wie tief das in uns eingedrungen ist. Wenn ich mich selber frage, höchstpersönlich, wie möchte ich eigentlich sterben? Hören Sie dann, der ist einfach so umgefallen. Hat man vorher nichts. Dann sagen die bei uns zu Hause, das ist ein schöner Dude. Ja? Das ist ein schöner Tod. Ja? Der hat nichts gemerkt. Und er musste nicht leiden. Ja? Er hat gar nichts gemerkt. Davon, ich meine, das wissen wir ja gar nicht, ob er nichts gemerkt hat. Das ist immer eine nachträgliche Deutung vielfach. Aber wie ist das mit der Bereitung, dem bewussten Durchgehen? Ja? Was sozusagen für frühere Generationen das Höchste zu Vermeidende war, wird plötzlich zum Ideal. Und zwar für Christen. Die haben die gleiche Taufe. Haben offenbar... Zumindest, wenn Sie das Glaubensbekenntnis sprechen, den gleichen Glauben. Aber wir sehen, wie sehr das nicht plötzlich schlagartig durch eine Entscheidung vom Konzil sozusagen, nee, die Bitte aus der Allerheiligen gestrichen, jetzt wollen wir alle plötzlich sterben, da beten wir jetzt drum, ja, sondern wie das in uns einsickert. Ganz langsam, wie Regen. So kommt das langsam, unaufhörlich. Steter Tropfen hüllt den Stein. Es zeigt sich natürlich auch, wenn man so plötzlich sterben will, so Ratzinger, das ist richtig die Beobachtung, finde ich, dass die vollkommene Bannung der metaphysischen Furcht nicht gelungen ist.
Man will sie ja weghaben. Ja? Also man will sich damit nicht auseinandersetzen müssen. Ja? Deshalb will man das so, oder etwas, was die Technik übersteigt. Die Frage nach dem Menschsein überhaupt. Wozu gibt es uns überhaupt oder wo gehen wir hin, was vorhin bei Pieper ja angeklungen ist. Der Metaphysik, also diesem Meer, diesem unendlichen Raum, nach dem wir fragen können, der Metaphysik soll die Tür zugeschlagen werden, bevor sie hereintreten kann. Der Preis für diese Bannung der Furcht ist hoch. Die Entmenschlichung, die Dehumanisierung des Todes zieht mit Notwendigkeit die Dehumanisierung des Lebens nach sich. Wenn Krankheit und Tod auf die Ebene des technisch Machbaren reduziert werden, wird es der Mensch damit. Wo es zu gefährlich wird, den Tod menschlich anzunehmen, da wird das Menschsein überhaupt gefährlich. In dem Streben nach einer Rücknahme des Menschseins begegnen sich heute merkwürdig die gegensätzlichen Einstellungen. Einer positivistisch-technokratischen Weltsicht steht der Mensch ebenso sehr im Weg wie der nostalgischen Sehnsucht nach der unzerstörten Natur, die im Geist die eigentliche Störung des Friedens sieht und immer mehr daran geht, den Menschen als das missglückte Tier zu verketzern. Mit der Einstellung zum Tod ist die Einstellung zum Leben mitentschieden. Der Tod wird so zum Schlüssel für die Frage, was eigentlich der Mensch ist. Die ganze Debatte, die wir jetzt im Bundestag hatten, wo ich auch nicht so ganz verstehe, dass unsere Bischöfe sofort sich melden und sagen, das ist ja ganz großartig, jetzt haben wir sozusagen geschäftsmäßig, also die Suizidvereine können jetzt sozusagen, wie das in der Schweiz möglich ist, bei uns nicht arbeiten. Aber das ist, wenn das alles ist, ich will damit, das ist genau Punkt 12, ich will damit einmal aufhören, das andere klingt noch an. Ich schlage vor, dass wir vielleicht kurz in die Kapelle gehen und den Angelus beten.